Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt das schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen wilden Bären einen großen hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo, ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid, das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima! Ja? Und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen, anstatt Kies und Erde, könnten wir 4 verschiedene Ebenen bauen, statt 3. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mach mich gleich auf den Weg. Und dann hole ich den Bären. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gute Arbeit, Team. Was hältst du von unserem neuen Berg, Buggy? Viel größer und besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Du bist einfach klasse. Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen. Oh, Bob, das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Diese Kiste ist ja riesengroß. Da muss ein großer wilder Bär drin sein. Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig. Wir werden ja sehen. Hebst du ihn in sein Gehege, Heppo? Klaro, Bob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er. Kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Mhm. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay, geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir. Oh. Ja, genau, das machst du gut. Und jetzt vorwärts, schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopf hoch, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! We'll be right back.
willkommen allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen. Auf die Plätze. Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kommt schnell, wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie. Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Rudel! Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Und hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird's verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Wir sind gleich da. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Ist das Buddel? Ja. Und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg! Jetzt! Fahr langsamer, Buddel! Sofort! Ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh je! Nanu! Oh nein! Seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an. Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden. Aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hä? Und auf geht's! Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Wuhu, das macht Spaß! Ich liebe meine Arbeit! Hey, Buggy, schalte lieber ein bisschen herunter. Ich kann dich nicht verstehen, Buddel. Ich hab den Da-da-da-da an. Solltest du nicht den Schutt wegräumen? Gut. Jetzt kann ich endlich arbeiten und keiner stört mich dabei. Ich hab die Wasserleitung erwischt. Wie kommst du voran, Buddy? Es klappt alles prima, Bob. Ruh mich nur etwas aus. Das Bohren ist ganz schön anstrengend. Aber ich finde, du machst das wirklich super. Hey, hast du das gehört? Keine Sorge, Bob. Es ist wahrscheinlich nur mein Auspuff. Oh, hier ist nichts zu sehen. Weißt du was? Als Belohnung dafür, dass du so hart arbeitest, darfst du als Erster die neue Schranke ausprobieren. Wirklich, Bob? Das wäre super. Nein, Bob.
lieber nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Also wir sind ziemlich gut in der Zeit, Buggy. Komm schon, jeder verdient eine kleine Verschnaufpause, auch du. Mir fällt gerade ein, ich muss noch dringend etwas erledigen. Es ist, mach weiter, wir sehen uns später. Hä? Oh, mein Auspuff blubbert schon wieder. Oh, hat Wendy nicht gerade nach dir gerufen? Ich habe nichts gehört. Ich bin mir aber ganz sicher. Oh, Möwi. Ich habe auf niemanden gehört und jetzt ist ein Loch in der Wasserleitung und ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, Buddel kommt. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann Buddel mir helfen, warum nicht? Soll ich noch irgendwas wegbringen? Nein, im Moment nicht, Buddel. Wie wär's mit einer kleinen Pause, dann kannst du dich etwas ausruhen. Mir geht's gut. Nein, du siehst müde aus. Jeder verdient ab und zu eine kleine Pause. Und weißt du, wo der richtige Platz ist, um 5 Minuten Pause zu machen? Genau hier. Ja. Es war wirklich ein anstrengender Morgen. Ja, und wir sind sehr gut in der Zeit. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo, das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir 2 verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand, er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier, der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh. Ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung. Vorsicht. Hier kommt Buddel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Nein, ist schon eine Weile her. Oh. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oh nein, das kann ich gar nicht. Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo. Entschuldige. Juhu, ich tanze! Oh, ich glaube, ich habe die falsche Figur zum Tanzen. Ach, so ein Quatsch. Jeder tanzt, so wie er tanzen will. Es geht nur darum, wie du dich fühlst und nicht, wie du dabei aussiehst. Komm jetzt, wir laden ab. Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier. Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf. Wie Vierecke? Gut, Leo. Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt.
Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter. Aha. So, das ist 35 Meter lang. Oh, was ist denn das? Das ist eine Disco-Kugel, die kommt über die Tanzfläche. Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder. Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön. Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy. Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter. Also los! Kommt und lernt uns alle kennen, es sind so viele Hits. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training! Oh. Mach dir nichts draus, Anton. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit, wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Dam di ram dam da ra ta ta ram du ri ram du. Konzentrieren Sie sich, Herr Brauer. Ich muss das perfekt können bis heute Abend. Noch einmal und bitte etwas mehr Gefühl. Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen. Das ist echt cool. Wie toll es wäre, wenn wir darauf tanzen dürften. Oh ja. Aha. Ist das hier meine Tanzfläche? Oh, was bin ich für ein Schussel. Es ist eine Katastrophe. Was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Meine Schatztruhe. Ich muss nach Hause, um sie zu holen. Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind. Ich fürchte, da hast du recht. Überlassen Sie das mir, Herr Brauer. Du bist meine Retterin, Mixie. Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen. Darin sind die Sachen für das Ende. Okay, Herr Brauer. Rot, nicht grün. Alles klar. Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht. Wowie! Ein Sack voller Piraten. Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixie. Jetzt komme ich ganz groß raus. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern. Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Grün, nicht rot. Oder rot, nicht grün. Den roten. Ganz sicher? Ganz bestimmt. Auf jeden Fall zu 100% den roten. Okay. Ein Herr mit viel Gold. Oder ein grünes Heer? Hä? Nein, das stimmt nicht. Goldherr oder ich vergess mich. Oh, meine Schauspieler brauchen mich. Fertig, Leo. Danke, Mixie. Gern geschehen, ciao. Ciao. Hallo, jetzt bitte noch mal alles von vorn. Schön laut, man muss jedes Wort hören. Alle auf ihre Plätze und Action! Land Ahoi, ich erspähe etwas. Lauter bitte! Die Schatzbucht, Land der Beute! Wir greifen an bei Donnergroll und laden das Schiff bis zum Rande voll. Ah! Etwas piratenmäßiger bitte. Ah! Das ist es, hervorragend. Halt, da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton? Mixie? Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? In der grünen oder der roten? Mixie, ich brauch noch Beton. Ich komm gleich, Leo. Dein Kostüm ist, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? 100%! Mixie! Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja, hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Captain Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ah. Ich mag deinen furchterregenden Piratenhut, Captain. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen.
Okay, Heppo, lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf! Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alle sehen zu können. Und mich erst. Diese Biester aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventalmodelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten? Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Oh, ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcornmaschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns von den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, einem dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti.
Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt... Tut mir leid, Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Bleib länger. Bitte, Dennis, tu es für mich. Ich wünschte, ich könnte es. Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Und denk immer dran. Wendy! Bob, wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Und einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! Aber Bob, wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen, sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. So, hier ist er. Der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh. Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. Das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Wirklich? Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt. Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Oh, Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur! Wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment! Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh! Oje, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team. Kommt
Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo. Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Oh, der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich habe Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall. Ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte. Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Da. Ja. Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschine. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte.
geht nicht, neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh, oh, nochmal. Also gut, Wendy. Lass es schneien in 3, 2... Oh, nein! Bleibt alle da, bewegt euch nicht! Oh, Bob, was soll ich tun? Fahr nach rechts, jetzt! Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder? Oh, der Weihnachtsbaum! Alles ist kaputt. Ach, herrje. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Heppo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Nun machen Sie schon, Herr Brauer. Wenn ich so lange lächle, wird dein Gesicht noch starr. Ja, sehr schön. So ist es gut. Hoffe ich. Na, wie fühlt sich das an, Buggy? Einfach toll. Du weißt, ich liebe ihn, den da-da-da-da. Buggy, das Werkzeug heißt Bohrer. Das kannst du dir leicht merken, weil du damit gut durch Beton bohren kannst. Oh ja, das weiß ich doch. Kann ich jetzt anfangen, Bob? Kann ich anfangen? Ich bin so aufgeregt. Ich werde nervös, wenn Buggy so aufgedreht ist. Er ist jedes Mal aufgedreht, wenn er mit dem Bohrer arbeitet. Was ist der Bohrer? Der da-da-da-da. Nein, der da-da-da-da ist der da-da-da-da. Nein, das ist nur das Geräusch, das er macht. Er macht ein Geräusch. Der da-da-da-da, ich meine der Bohrer, hör mal. Sei einfach nicht zu aufgedreht, bitte. Also, Buggy, du musst bis zur Schnur hier bohren, sonst kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Verstanden? Ja, verstanden, Bob. Kann ich jetzt anfangen? Ich will was kaputt machen! Ich meine, vorsichtig kaputt machen, natürlich. Darf ich? Bitte, 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 bitte! Okay, Buggy, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Welche denn, Bob? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Schön langsam, Buggy. Wir müssen nicht bis zur Mitte der Erde graben. Ist das tief? Oh! Oh. Pass auf, Buggy. Ich meine nur, sei vorsichtig mit dem da-da-da-da. Oh, ist ja gut. Du musst nicht so schreien. Das macht so viel Spaß. Tja, sie geht, Bob. Sie geht nur nicht so, wie es sein müsste. Ich seh mal nach. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Ich drück diesen Knopf, schalte den Strom ein. Neuer Versuch und los geht's. Sieht gut aus. Tja, siehst du, manchmal geht es ganz schnell. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Wow! Ihre Bitte sehr! Die frittiliziöse, shake-tastische Überraschung! Versuch Nummer 1. Das ist wirklich shake-tastisch. Es ist okay-tastisch. Nur okay-tastisch? Ich würde gern mehr hören als ein okay-tastisch von Bob. Na gut, dann mischen wir etwas Neues. Ich mische keinen normalen Beton, das sehe ich gar nicht ein.
Heute werde ich den unglaublich bagitastischen Überraschungsbeton mischen. Glaubst du, dass Schleppo damit einverstanden ist? Schleppo muss das doch gar nicht wissen. Hallo Schleppo, fangen wir mit dem Mischen an. Denk immer dran, Buggy, du musst die Menge der Zutaten richtig zusammenstellen, sonst klappt es nicht. 2 Säcke Zement, 2 Säcke Schotter, 1 Anteil Wasser, 1 Sack Sand. Alles klar, Schleppo, hab verstanden. Es geht doch nichts über den normalen Beton. Außer natürlich der bagitastische Überraschungsbeton, hä? Oh. Mich fertig befüllt, kann ich loslegen? Oh ja, Schleppo, und jetzt mischen wir alles zusammen. Also, Wendy, was hältst du von Versuch Nummer 3? Ist das das leckerste Getränk von allen, hä? Sie waren alle sehr lecker. Dieser hier war eine ganz tolle Mischung aus süß und sauer. Der da war wie ein Feuerwerk im Mund und der da war echt sowas von erfrischend. Einfach herrlich. Oh, also waren sie nicht schlecht, Bob? Dieser war irgendwie rosa? Rosa? Wir gehen jetzt, Freunde. Morgen früh machen wir den Rest. Eine extra schwere Ladung kommt jetzt nach oben. Was machst du da, Buggy? Ich werde mir ganz Hochhausen ansehen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Peppo, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich werde einfach die ganze Zeit hier drin bleiben. Hier kommt eine extra schwere Ladung für ganz oben, Vinci. Jetzt kommt noch mehr. Krankraft. Ich fahre hoch, ich fahre hoch, ich fahre immer noch hoch. Oh, oh nein, das ist ja höher, als ich dachte. Kannst du was sehen? Da oben? Kannst du ganz Hochhausen sehen? Hallo, Buggy. Ja, alles, Buddel. Oh, und wie sieht es dort aus? Oh. Ihr seid ganz schön weit unten. Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt da oben. Okay, jetzt müssen wir noch die Fahrstuhlkabine anbringen und... Ist das Buggy, der da ruft? Oh nein. Oh nein! Was macht er denn da oben? Es klingt, als ob er das selbst nicht mehr so genau weiß. Bleib in der Mitte, Buggy. Dann kannst du das Gleichgewicht besser halten. Vinci! Du musst den Lastenaufzug runterlassen. Buggy ist an Bord. Okay, Bob. Ich lass ihn runter. Du meine Güte. Oh nein. Oh nein. Wo fährt er hin? Hallo. Buggy, ist alles okay? Oh nein. Ich balanciere auf dem Gerüst. Aber ich bin nicht gut im Balancieren. Was sollen wir nur tun? Ich habe eine Idee. Vinci, lass den Aufzug runter zu mir. Wendy, wir brauchen unbedingt das Schweißgerät. Ist gut, Bob. Ich hol die Schutzmasken. Okay, und jetzt? Hol mich hoch, Vinci. Wir sind fast da. Halte ihn ruhig. Langsamer werden. Und stopp. Perfekt. Buggy? Bob? Ich möchte, dass du jetzt vorsichtig auf mich zurollst. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Doch, das musst du. Ich will dich runterbringen. Es tut mir wirklich leid, Bob. Gleich kommt die Bürgermeisterin zurück und wir sind nicht fertig. Es wird alles gut. Komm schon.
Beweg dich einfach auf mich zu. Okay, sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau. Sehr gut. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Bottle, geht los. Und, Bottle, gehen die Lichter? Oh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar, okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig! Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte! Die Stützbalken brechen zusammen. Hast du eine offizielle Wettervorhersage für heute, Bob? Schließlich können Wind oder Regen die Skulpturen zerstören. Ich kann mich sehr gerne... Darf ich das machen, Bob? Ich habe eine neue Wetter-App auf meinem Handy. Klar kannst du das, Leo. Dann bist du jetzt offiziell unser Wetterfrosch. Und wie sieht das Wetter für heute aus, junger Mann? Also die App sagt, das Wetter in Hochhausen ist heute wunderbar. Klasse. Aber beobachte das Wetter weiter, falls es sich ändert. Klar, Bob. Willkommen, liebe Teilnehmer, zum Strandskulpturenwettbewerb. Das Thema in diesem Jahr lautet auf dem Meeresgrund. Ach, ich bin so gespannt auf eure Kunstwerke. Und los geht's, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ja! Dort drüben können Sie Ihre Hände waschen, Frau Bürgermeisterin. Ah, na los! Das scheint Spaß zu machen. Was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Nein, mein Ring! Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn finden, Herr Brauer. Oh. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen, wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinem was ausmacht. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring.
Es tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Was? Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge. Ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im supertollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam. Sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird, falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, das Minutensteak, das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den armen Mann nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes. Ist das... Pommes und ein Burger. Lecker. Ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr? Noch etwas mehr? Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet! Aber natürlich! Natürlich was? Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja, fantastisch, fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück.
Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja! Nein, warten Sie! Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar! Und jetzt? Oscar, sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oscar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte, die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oscar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Oh. Und Buddel hat gewonnen. Mit einem weiten Wurf. Oh, wie aufregend. Ich werd ganz rot im Gesicht. Du bist doch sowieso rot, Buddel. Gut gemacht, Buddel. Freunde, ich brauche euch jetzt alle vor Ort, bitte. Gib uns noch einen Moment, Bob. Zuerst muss ich noch einen Rekord brechen. Jetzt kommt nur noch ein Wettrennen über den Parkplatz. Sportler, startet eure Motoren. Achtung! Fertig! Los! Ja! Genau wie Sarah sagt. Gib niemals auf. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Buggy, was hast du denn hier angestellt? Entschuldige, Bob. Ich wollte nur einen Rekord brechen, genau wie Sarah. Tja, das mit dem Brechen hast du geschafft. Oh nein, der Hindernislauf ist in einer Stunde und wir sind nicht mal mit der Seilbrücke fertig. Oh nein. Wir haben noch eine Chance, Team. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir es, das alles wieder zu reparieren. Peppo, du bist unser Gewichtheber und sorgst für die Kraft. Alles klar, Bob. Und Buddel, deine starke Schaufel ist gefragt. Schon bereit. Was ist denn, Buggy? Ich habe alles durcheinander gebracht für den Hindernislauf. Und bei der Weltmeisterschaft war ich auch nicht gut. Und Buggy? Ja, Bob. Du bist hier der echte Alleskönner. Ich brauche deine Schnelligkeit und deine Geschicklichkeit beim Ausgraben. Alles klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das höre ich gern, Sportsfreunde. Vergesst eines nicht, Leute. Das Wichtigste bei einem Hindernislauf ist, Spaß zu haben. Und esst euren Brokkoli. Los! Ja, komm schon, Wendy! Entschuldigung, wir sind spät dran. Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer. Auf die Plätze und fertig, los! Oh. Das war ein gelungener Start von Bob. Doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind. Los, Bob! Los, Bob! Der Mann
vierte Superfahrer ist nun dicht hinter Bob. Aber Bob führt immer noch den maskierten Superfahrer im Rücken. Oh, pass auf, Bob! Und Bob ist wieder in Führung, aber nur ganz knapp. Verblüffender Angriff des maskierten Superfahrers, der somit als erster ins Ziel fährt. Oh. So ein Pech, Bob. Juhu, gratuliere. Gut gefahren. Damit ist Bob Zweiter und Julia Walter Dritte. Was für ein spannendes Rennen. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die unbedingt wissen will, wer unser Gewinner ist. Hallo, Bob. Das Nein. ist Wendy. Oh, das hast du gewusst, Papa, oder? Wer meinst du, wer ihr Motorrad flott gemacht hat? Das ist großartig, Wendy. Ja! Huhu! Ja! Ich gratuliere, Bob. Danke, Frau Bürgermeisterin. Warum die Maske, Wendy? Ich dachte, das wäre lustig. Außerdem war es so schön geheimnisvoll. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Ja! Juhu! Ich denke, es hat wirklich der beste Fahrer gewonnen. Ja! Bob, darf ich als nächster fahren?